الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, Allahs Segen und Heil und Barmherzigkeit und auf dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Meine lieben Geschwister, ich ermahne euch mit der gleichen Ermahnung, mit der auch Allah azza wa jall die Menschen vor uns ermahnt hat und auch die Menschen der besten Zeiten ermahnt hat, als er sagte sinngemäß, dass Allah, als Allah subhanahu wa ta'ala im Koran al-Karim Surat al-Nisa sinngemäß sagte, wir haben bereits die Menschen, die vor euch waren, vom Volke der Schrift, dazu aufgefordert und auch euch dazu aufgefordert, Allah zu fürchten. Und Allah sagte ebenfalls in einer anderen Ayah, wo die ihr glaubt, fürchtet Allah so, wie es ihm gebührt, ihn zu fürchten, und sterbt nicht anders denn als Muslime. Liebe Geschwister, eine Form, sich vor Allah azza wa jal zu fürchten, beziehungsweise sich vor ihm vorzusehen und vor seinem Vorn in Schutz zu nehmen, ist das, was der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam im folgenden Hadith gesagt hat, der bei Imam Muslim in seinem Sahih-Werk überliefert wird. Er sagte, alles an einem Muslim ist dem anderen Muslim verboten. Sein Blut, sein Geld und seine Würde. Sein Blut, sein Leben ist unantastbar. Und auch sein Vermögen, sein Eigentum, sein Geld und auch seine Würde, man darf ihn also nicht verletzen. Einen Muslim zu verletzen, ist eine der Verbrechen. Und das Ergebnis und das Ende davon ist ein übles und ein verhängnisvolles Ende. Allah sagte sinngemäß im Koran al-Karim, und diejenigen, die die gläubigen Männer und die gläubigen Frauen quälen bzw. Verletzen oder kränken, obwohl sie nichts getan haben, das heißt, sie fügen ihnen Leid zu für etwas, was sie nicht begangen haben, laden damit Verleumdung und deutliche Sünde auf sich. Die Gelehrten des Tafsir haben gesagt, Allah hat in dieser Ayah nicht gesagt, worum es geht genau. Er hat nicht gesagt, welche Art von Kränkung, welche Art von Leid sie ihnen zugefügt haben. Und das weist darauf hin, dass damit jede Art, jegliche Art von Leid gemeint ist. Je mehr Leid und je schlimmer, desto größer ist die Sünde und die Verleumdung. Meine lieben Brüder und Schwestern, es gibt verschiedene Art, das Leid zufügen ist von verschiedener Art. Es gibt Beleidigungen, man kann schmähen, man kann über jemanden schlecht in seiner Abwesenheit reden, man kann Zwietracht stiften unter den Menschen und vieles anderes. Und wir möchten inshallah ta'ala über einige dieser Punkte gerade in der heutigen Zeit sprechen, wie manche Menschen das leider falsch umsetzen. Allah subhanahu wa ta'ala hat einige dieser Sünden, die wir gerade eben erwähnt haben, im Quran al-Karim thematisiert und viele und zahlreiche Ayat diesbezüglich herabgesandt. Besonders das berühmte Ereignis über mit Aisha radiallahu ta'ala anha, als man ihr vorwarf, eine Sünde begangen zu haben, da war es nichts anderes, als dass ein paar Heuchler in Medina eine Verleumdung erfunden haben, sie haben eine Lüge erfunden und andere haben das gehört, aufgenommen und ohne sich zu vergewissern, einfach weitergegeben. Und so heißt es im Koran al-Karim sinngemäß in Surat al-Nur, als ihr es, das heißt das, was ihr gehört habt, was man ihr vorwarf, als ihr es mit euren Zungen aufgegriffen und mit euren Mündern das gesagt habt, wovon ihr kein Wissen hattet und es für eine leichte Sache gehalten habt, während es bei Allah eine ungeheuerliche Sache ist. Hier sehen wir, liebe Geschwister, dass andere Menschen durch Worte zu kränken manchmal schlimmer sein kann, als dass man ihnen etwas wegnimmt oder dass man sie tatsächlich mit der Hand verletzt. Aber das Verletzen mit den Worten ist manchmal noch viel schlimmer. Und so hat Allah darüber Ayat herabgesandt. Zur Vollkommenheit dieser islamischen Gesetzgebung. Und deswegen kann auch nicht nur der Muslim, sondern auch der Nichtmuslim in Sicherheit und in Frieden unter den Muslimen leben, ist, dass der Islam es verboten hat, egal welche Seele es ist, jede Seele, dass man sie kränkt und dass man sie verletzt, meine lieben Geschwister. Und besonders schlimm ist es, wenn es um den eigenen Nachbarn geht.
Wenn es um den eigenen Nachbarn geht, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam darauf hingewiesen, dass die Sünde dann noch besonders schlimm ist. Und so hat Abdullah ibn Mas'ud radiallahu ta'ala anhu den Propheten sallallahu alaihi wasallam einmal gefragt, was ist die schlimmste Sünde? Da sagte er, dass du Allah jemandem beigesellst, obwohl er es ist, der dich erschaffen hat. Das heißt der Schirk. Dann sagte er, um welche Sünde kommt danach? Er sagte, dass du dein Kind tötest, weil du Angst hast, dass es von deinem Essen etwas isst. Dann sagte er, sallallahu alaihi wasallam, als er gefragt wurde, welche Sünde kommt danach? Dann sagte er, dass du Zina begehst mit der Ehefrau deines eigenen Nachbarn. Dieser Hadith ist bei Bukhari und bei Muslim. Und die Sünde ist an sich schon ungeheuerlich, aber sie wird noch schlimmer, wenn es um diese Person geht, die Allah subhanahu wa ta'ala uns und den Allah also von uns verlangt hat, dass wir ihnen besonders gegenüber ihnen gütig sein sollen. Und so gibt es, liebe Geschwister, eine zahlreiche Art von, im weiteren Hadith, der Prophet wurde einmal gefragt über eine Frau, die nachts freiwillig viel betet, tagsüber freiwillig viel fastet und sie macht viele gute Taten und sie spendet auch, aber sie kränkt ihre Nachbarn mit Aussagen. Sie kränkt ihre Nachbarn mit Aussagen. Wie auch immer. Da sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, in ihr steckt nichts Gutes. Das heißt, diese Sünden, die sie begeht mit ihrer Zunge, sind schlimmer, liebe Geschwister, und wiegen in der Waagschale mindestens so schwer wie diese freiwilligen guten Taten, die sie gemacht hat. Und man erkennt daran, dieser wichtige Grundsatz bei uns, dass wenn es darauf ankommt, ob man eine freiwillige gute Tat macht oder ob man eine Sünde unterlässt, etwas Schlechtes unterlässt, dann hat eben das Unterlassen der schlechten Tat Vorrang gegenüber der freiwilligen guten Tat. Dann sagte man zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, was ist mit einer Frau, die so und so, sie betet ihre Pflichtgebete nur, das heißt, sie macht nichts Freiwilliges. Und wenn sie spendet, spendet sie eine Art getrocknete Milch, das heißt etwas absolut Unwertvolles, etwas Wertloses. Aber, obwohl sie nur wenig macht, sie kränkt niemanden. Da sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, sie gehört zu den Paradiesbewohnern. Dieser Hadith ist in Shu'ab al-Iman von Imam Bayhaqi al-Hakim überliefert worden und er sagte, es ist sahih. Und dieser Hadith, liebe Geschwister, bedeutet, dass der Muslim, nachdem er seine Pflichtsachen gemacht hat, das Erste, was er aufpassen soll, ist, dass er niemanden kränken soll und niemanden verletzen soll. Bevor ich weiter rede, bitte ich euch, liebe Geschwister, nach vorne zu rücken, barakallahu fikum, denn es gibt nur ein paar Geschwister, die keinen Platz draußen gefunden haben. Bitte rückt nach vorne, barakallahu fikum, soweit ihr könnt. Und auch unten ist natürlich noch Platz, also falls jemand hier keinen Platz findet, auch unten gibt es die Möglichkeit, in dem Cafeteria-Bereich auch zu hören und zu beten, inshallah. Meine lieben Geschwister, um zur heutigen Zeit zurückzukehren, ein paar Beispiele zu erwähnen, auch wenn jemand zum Beispiel Müll wie Kleenex oder Zigaretten oder was auch immer auf die Straße wirft, so gehört dies, liebe Geschwister, zu den Vergehen. Denn der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte in einem Hadith, achtet darauf, das ist jetzt eine Übersetzung, natürlich mit gleichzeitiger Erklärung. Er sagte, achtet vor den beiden Dingen, die dazu führen, dass man euch beleidigt und verflucht. Man sagte zu ihm, was sind denn diese beiden Dinge, die, wenn man sie tut, man beleidigt und verflucht wird, o Gesandter Allahs. Er sagte, wenn man sein Geschäft auf den Wegen der Menschen oder in ihrem Schatten verrichtet. Was ist damit gemeint? Auf den Wegen der Menschen ist klar, auf der Straße, auf dem Weg, wo die Leute spazieren gehen, damit nicht da jemand reintritt und so weiter und so fort. Und der Schatten, damit ist gemeint, es gibt Bereiche, die sind bekannt, bei Parks, bestimmte Bäume, die Schatten spenden, dass die Leute sich darunter ausruhen und die Leute darunter sich bequem machen und vielleicht Picknick machen oder ähnliches. Und an solchen Orten darf man sich nicht, sagt er sallallahu alaihi wasallam, an solchen Orten darf man sein Geschäft nicht verrichten. Und dieses Beispiel ist ein Beispiel. Das heißt aber nicht, dass man andere Sachen machen darf, die seinen muslimischen Bruder an dieser Stelle kränken, sondern das ist ein Beispiel dafür. Andere machen es, wie gesagt, mit ihrem Müll,
dass sie, wie heißt es, nicht in den Mülleimer schmeißen wollen und ähnliches. Dieser Hadith ist bei Sahih Muslim überliefert worden. Das gleiche, liebe Geschwister, um es zu übertragen auf die heutige Zeit, manche unserer Mitmenschen, wenn sie zum Beispiel auf die Toilette gehen, in der Moschee oder auch außerhalb der Moschee, verlassen sie sie nicht, so wie sie sie vorgefunden haben. Und das ist auch eine Art Kränkung deines Bruders, der nach dir kommt. Und wenn er dich nicht mit Worten beleidigt oder verflucht, so macht er es zumindest mit seinem Herzen und er wird sich was dabei denken. Und zweifellos, diese Art Kränkung ist schlimmer oder je wertvoller die Person ist, die man gekränkt hat, und je wertvoller der Ort ist, an dem man das gemacht hat, und je wertvoller die Zeit ist, zu dem Zeitpunkt, man es gemacht hat, oder auch welche Begebenheit auch immer stattfand. Zum Beispiel, wenn jemand einen Gelehrten kränkt und beleidigt, ist es zweifellos eine Sünde, auch wenn man einen anderen beleidigt und kränkt. Aber da ist die Sünde noch schlimmer. Deswegen, liebe Geschwister, muss man sehr aufpassen vor so allgemeinen Aussagen. Die Gelehrten sind schlecht, die Gelehrten machen ihre Aufgabe nicht, die Gelehrten und so weiter und so fort. Denn es gibt eine berühmte Krankheit unter vielen Menschen. Dies ist die Krankheit, dass man die Fehler bei anderen Leuten sucht. Meine lieben Geschwister, ebenfalls gehört es zu einer Art Kränkung eines anderen Muslims, dass man ihm etwas vorwirft, was er nicht getan hat, indem man ihm beleidigt und eine Sünde vorwirft. Das nennt man auf Arabisch Tafsir, dass man ihm sozusagen vorwirft, er sei ein Frevler, er hat die Sünde so und so begangen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn jemand, und dieser Hadith, Geschwister, ist auch ebenfalls authentisch, er sagte in Sunan Abi Dawud, wenn jemand etwas verflucht oder wenn jemand etwas beleidigt, dann steigt dieser Fluch zum Himmel empor und die Tore des Himmels werden verschlossen, denn er geht nicht zu Allah azza wa jalla. Danach steigt dieser Fluch wieder hinunter zur Erde und die Tore zur Erde werden ebenfalls verschlossen. Danach schaut dieser Fluch nach rechts und nach links und wenn er keinen Zufluchtsort findet, kehrt er zu demjenigen, der verflucht worden ist, und sollte diese Person es nicht verdient haben, kehrt dieser Fluch zu derjenigen Person zurück, die diesen Fluch ausgesprochen hat. Und subhanallah, als würde der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam darauf hinweisen, bestenfalls hast du recht. Bestenfalls stimmt es, dass diese Person wirklich eine Sünde begangen hat, dass sie wirklich diesen Fluch verdient hat. Das ist der bestenfalls. Aber schlechtestenfalls kehrt diese Sache zu dir wieder zurück. Als würde er dir sagen, sag lieber gar nichts und halte dich lieber zurück. Denn sobald du etwas aussprichst, wirst du darüber gefragt werden. Allah sagt im Koran sinngemäß, dass egal was man ausspricht, gibt es einen Engel neben einem, Surat Qaf heißt es so, gibt es einen Engel neben einem, der eben bereit ist und sitzt zum Aufschreiben. Liebe Brüder, liebe Schwestern, zu guter Letzt, wenn man seinem Mitmenschen ein Unrecht angetan hat, ist es schwierig und anstrengend, sich davon loszusagen. Es ist schwierig und anstrengend, seinen Bruder hinterher um Verzeihung zu bitten. Aber trotzdem sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, dass es einfacher ist, in diesem Leben um Verzeihung zu bitten, als im Jenseits. Er sagte, wer seinem Bruder Unrecht getan hat, soll ihn noch in diesem Leben um Verzeihung bitten. Denn an jenem Tag wird es weder Dinar noch Dirham geben. Das heißt, wird es keinen Euro und keinen Cent mehr geben, mit dem man sich freikaufen könnte. Denn an jenem Tag wird es keinen Dinar und keinen Dirham mehr geben. Er soll sich von ihm lossagen, von seiner Sünde lossagen, er soll ihm Verzeihung bitten, noch bevor dieser andere von seinen guten Taten etwas nimmt. Und sollte man selbst keine guten Taten haben, dann wird von dem anderen, den man gekränkt hat, dem man Unrecht zugefügt hat, die schlechten Taten genommen und werden auf dem anderen draufgeworfen. Das sagte der Prophet im Sahih al-Bukhari. Deswegen, lieber Bruder, liebe Schwester, verlier nicht dein Jenseits, nur weil du andere Menschen kränkst, durch deine Taten, durch deine Aussagen, durch deine... Wofür? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam bezeichnete diese Person als denjenigen, der wirklich bankrott ist am Tag der Auferstehung.
Er sagte, wisst ihr, wer wirklich bankrott ist? Sie sagten, so viel wir wissen, ist jemand bankrott, wenn er kein Geld hat. Aber er sagte, sallallahu alaihi wasallam, wirklich bankrott ist derjenige, der am Tag der Auferstehung mit seinen Gebeten erscheint, mit seiner Zakat erscheint, mit seinem Fasten erscheint, mit seinem Hajj erscheint. Das heißt, er hat seine Pflichten alle getan. Aber trotzdem hat er den einen beleidigt, den nächsten beschimpft, den nächsten verflucht, den nächsten hat er beklaut, den nächsten hat er geschlagen und so weiter und so fort. Und dann bekommt jeder ein paar Hasanat und sollte er nichts mehr haben, dann bekommt er sogar die Sayyiat, die schlechten Taten des anderen und dann wird er in die Hölle geworfen, obwohl er seine Pflichten Allah gegenüber erfüllt hat, aber hat eben seine Pflichten nicht den Mitmenschen gegenüber erfüllt. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mich und euch segnen. Deswegen, lieber Bruder, liebe Schwester, kümmere dich um dich selbst und lass dich nicht ablenken durch andere Menschen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mich und euch segnen und von uns allen annehmen. Wa sallallahu wa sallam wa baraka.